So, hi, ich heiße Degel, willkommen zurück auf dem Kanal. Ich möchte jetzt was Neues mal zeigen. Etwas anderes, als was wir normalerweise hier auf dem Kanal haben. So, ich habe hier mal ein paar Sachen, ne? Da kriegt man direkt eine Ahnung, worum es geht. Wenn ich hier die Frage stellen würde, was ist Wurzel 3? Ne? Da könnte man direkt sagen, okay, es ist 1, irgendwas. Ne? Dadurch, dass Wurzel 3 definitiv zwischen Wurzel 1 und Wurzel 4 ist und dass Wurzel 1, 1 ist und Wurzel 4, 2, also Wurzel 3 ist definitiv 1, irgendwas. Aber 1, was genau? Das wollen wir hier mal berechnen. So, zuerst finden wir die, sag mal, einen Wert, dessen Quadrat kleiner ist als 3. Also den allerhöchsten, was es gibt, aber den Quadrat davon sollte trotzdem kleiner sein als 1, als 3 sein. Und in dem Fall ist es 1. 1 im Quadrat ist 1 und das ist immer noch kleiner als 3, okay. Damit haben wir hier als Antwort, dass diese 1 grundsätzlich ist schon die erste Zahl. Das ist die Schätzung, die wir hier oben schon durchgeführt hatten. Soweit nichts Besonderes, sage ich mal. Ja, wenn wir hier eine Zahl retten mit zwei Ziffern und so, dann würden wir analog vorgehen und die Zahl finden, dessen Quadratwert. Also, ja, dessen Quadratwert noch kleiner wäre als diese zwei Ziffern, ne? Als dieses Paar, sage ich mal so. Ne? Die größte Zahl dessen Quadrat noch kleiner wäre als dieses Paar. So, okay, dieses Ergebnis hier, diese 1 Quadrat bzw. 1, ne? Das wird hier noch subtrahiert. Ne? Wir landen bei 0 und dieser Wert hier wird noch multipliziert mit 2. Ja, wir landen hier mit 2 und hier wird es spannend. Hier ist, was wir suchen. Wir suchen jetzt eine Zahl. Also wir suchen hier die Zahl, die wir hier suchen. Es sollte dieselbe Zahl sein. Also wenn, falls wir sagen, es ist 1, dann muss man 1 hier auch auf der anderen Seite einsetzen. Und wir suchen da eine Ziffer. Und das Produkt hier sollte kleiner sein als 200. Ne? Wir kommen hier runter mit zwei Nullwerte noch. Ne? Also, wenn ich hier 5 einsetzen würde, dann hätten wir 125. Es ist noch kleiner, ja, wir suchen aber das größte Produkt, was immer noch kleiner ist als 200 in dem Fall. Also, ich gehe mal höher und ich setze mal 6. Was hätten wir hier? 120 plus 36, 156. Ich habe mir dieses Problem auf Deutsch, wenn man die zwei letzten Ziffern vertauschen muss. Es macht viele Kopfrechnungen schwer für mich, muss ich ehrlich sagen. Also, ich will sagen, dass wir da noch höher kommen können. Wie wäre es mit 7? 140 plus 49, 189. 11 zu 200, ich glaube, besser kriegen wir nicht. Probieren wir trotzdem mit 8. Was retten wir hier? 160 plus 64, 224, das ist schon größer als 200, das passt nicht. Also 7 war tatsächlich die beste Wahl. Wir landen dann bei 189, wie schon gesagt, wir haben es vorhin schon berechnet. Was kommt da raus? 11 hatte ich auch schon erwähnt. Okay. So, was macht man denn? Also 7 hier, 7 ist die nächste Kommazahl. Dann nehmen wir diese Zahl hier, die 17, also wir ignorieren die Komma und wir führen auch eine Multiplikation. Das Ganze wird verdoppelt, also wieder mal 2. Und das Ergebnis wird hier geschrieben, das sind die 34 dann. Und hier ist die nächste Situation, das nächste Problem. Wir suchen die Zahl. Und hier kommen wir mit zwei weiteren Nullstellen im Spiel.
Das kann ich hier einsetzen. Ich habe da 1000, also ich glaube, 3 wäre eine gute Wahl. Wir haben 1000 dort. Was passiert, wenn ich hier mal 3 multipliziere? 900 plus 120, 1020, 1029. Probieren wir mal 4. Können wir was Höheres einsetzen? Hier hätten wir 1200 plus 160, 1360 plus 16.376, 1300, das ist schon größer als 1100, also 3 passt nicht, ne? 4 passt nicht, meine ich, sondern 3, was zu den 1029 hier führt, okay? Was ist die Differenz hier? 0. 7, 1. Stimmt das? Ja. Die Differenz meinte ich. Ja? So, also 3 ist die nächste Zahl. Die nächste Ziffer. Dann führen wir das Produkt. 173 mal 2. Was haben wir da? 2, 3, 4, 6. Gell? Und hier ist die nächste Situation. 7.100. Oh, come on. So, das hier. Was passt hier drin? 7000 dort und hier 3000 irgendwas. Ich mach mal 2, okay. 6800, 6924. Wenn ich mal 3 machen würde, dann hätte ich schon 9000, das ist schon zu viel. Also 2 ist definitiv die Antwort hier. Was kommt da raus? 0, 1, 7, 6. Was ist das? Moment mal. Ja, die Differenz passt soweit. So, also 2 ist die nächste Ziffer. Dann mach mal weiter. 1732 mal 2. 3464. Und hier ist die nächste Aufgabe. Oh, come on. So. Ja, also selbst wenn ich hier 1 einsetzen würde, merkt man, dass die 34.000 hier größer sind als die 17.600. Also 1 ist definitiv nicht die Antwort. Und wenn 1 nicht geht, dann habe ich keine andere Wahl als 0 einzusetzen. Also die nächste Ziffer ist 0. Okay, was würde 0 verursachen? Nichts dann auf der anderen Seite da, so nichts abzuziehen. Zwei 0 stehen wieder da hinzufügen. Das Produkt, wenn wir die 17.320 dann mal 2 multiplizieren, bekommen wir 34.640. Ja. So, und die nächste Aufgabe ist die hier. Oh boy, das wird langsam sportlich. Was haben wir da? Was haben wir da? Ich probiere mal 5. Was kriege ich da mit 5? Was kriege ich mit 5? So.
Also, es scheint sowas zu sein. Stimmt das? Prüfen wir das nochmal. Okay, ich rechne es ein bisschen anders dieses Mal. Ich mache mal 10 durch 2 halt. Well. Was mache ich? Sorry, ich war da ein bisschen verloren. So, ich wiederhole es mal. Ich überprüfe mal, was ich da berechnet habe mit 5. Ja. 1, 5. Wow, je me suis encore perdu, une fois de plus, incroyable. Ja, so, ich habe mich noch mal verloren. Boy. Also, noch mal. So, das hier ist das Richtige. Und es passt dann auch, weil mit 5 mal 5 hier erwartet man natürlich etwas mit 5 am Ende. Also das hier war falsch. Und das hier soll das Richtige sein. Und es passt hier rein. Und die Frage ist, ob es was Besseres gibt. Ich glaube nicht. Ja? Wir sind da schon sehr nah, wenn ich hier noch hochgehen würde mit 6. Ja, was passiert, wenn ich da hochgehe zu 6? Dann hatte ich von Anfang an schon sowas wie 1,8 bla bla bla, was sich eigentlich sehr schnell noch ändern würde. Es würde nicht bei 1,8 bleiben, sondern was kommt direkt danach? Wir landen schon bei, also, nee, also 5 ist es definitiv hier. So, weiter damit. Die Subtraktion führen wir hier noch. 0, 0. 2, 7, 0, 7, 5, gell? Passt das so? Glaube ich, hoffe ich. Gut, also 5 ist die nächste Zahl. Ja, und so weiter halt. Die Frage ist einfach, wie weit will man gehen? Jetzt probieren wir mal, stimmt das überhaupt, was wir hier alles geschrieben haben? Ne? 1, 1,73205. Es geht natürlich weiter. Aber wir rühren jetzt mal da auf und wir wollen mal überprüfen, ob das stimmt. Also ist das eine Schätzung, eine gute Schätzung? Also es ist nicht nur eine Schätzung, aber ihr merkt, wir können weitergehen, wir werden immer mehr Ziffer haben. Es kann natürlich sein, dass wir eine Endzahl bekommen, ne? Genau wie für Wurzel 9 rührt die Wurzel bei 3. Man könnte auch eine ähnliche Wurzel haben, also 3, bla irgendwas und dann rührt es wirklich auf. Es kann schon zum Endpunkt kommen. Ne? Es muss aber nicht, weil es ist eine irrationale Zahl. So, führen wir mal das Produkt hier und gucken wir mal, wo wir überhaupt landen.
So, ich glaube, wir werden Platz brauchen. Ich verschiebe das Ganze mal nach rechts. So, weiter. Was mache ich? So, ich habe mich wieder verloren. Gut, dann eine einfache Addition. Wir sind soweit. So, und dann, wie viele Kommazahlen müssen wir da wegnehmen? 5 oben, 5 da noch, also 10 insgesamt. 3, 3, 3, 1. Ah? Also mit 1,73205 im Quadrat bekommt man 2,99999272. Also ich glaube, sie schon gut genug. Das hier ist nicht schlecht. Gut, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich sage bis zum nächsten Mal.